Es ist früher Abend, als Schorsch und Elfriede Aigner dieses Privatflugzeug ansteuern. Es ist kalt. Franz Beckenbauers Doppelgänger und seine Frau verlassen Deutschland. Warum? Können wir Sie ansprechen jetzt schon? Wir dachten, wir sehen Sie in einem friedlichen Ruhestand. Das hier sieht mehr nach Flucht aus. Was ist los? Flucht nicht, aber wir werden ja da draußen belagert. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Seitdem da vor zwei Tagen, vorgestern, beim 20er diese Hausdurchsuchungsaktion war, steht bei uns das Telefon immer still. Er wird gefragt dauernd, halt nur als Zeuge. Ich kann nicht mal mit dem Hund raus. Also wir entfliehen jetzt diesem Rummel hier und... Jetzt los. Okay. Danke. Ja. Okay. Können Sie mich fragen? Vor einem halben Jahr bereits hat die ARD darüber berichtet, dass Franz Beckenbauer über 50 Jahre einen Doppelgänger hatte, der ihn bei offiziellen und inoffiziellen Anlässen in Deutschland und dem Rest der Welt vertrat. Schorsch Aigner agierte sogar kurzzeitig für Beckenbauer auf dem Feld in der Bundesliga. Und als er stellvertretend für den Teamchef nach dem WM-Sieg 1990 in Rom über den Platz schritt, ging das Bild um die Welt. Auch während Beckenbauers Funktionärslaufbahn nahm Aigner zahlreiche Termine für den Kaiser wahr. Auch rund um die Bewerbung Deutschlands für die WM 2006. Ende letzten Jahres stellte der renommierte Politjournalist Hauke Roche-Baron in der ARD völlig neue Zusammenhänge her. Katar, Sie kennen Katar, oder? Katar hat die WM-Zusage auch mit einer deutschen Ja-Stimme bekommen. Erst seitdem. Liefern Sie ungefähr 462 Kubiktonnen Sand jährlich in die Beachclubs, in Erzgebirg, in die Eifel, auf das Matterhorn. So. Der Preis pro Feinutze liegt zurzeit bei 18 Cent. Vor der WM-Zusage war er noch bei 1,27 Euro. Zufall? Gegen die Zusicherung, den Zielort seiner Flucht geheim zu halten, erhalten wir von Aigner exklusiv neue Erkenntnisse über den wahren Gang der Dinge. Was mich speziell interessiert, wäre Ihre Äußerung zu der Geschichte mit dem sogenannten Sanddeal, die in Deutschland durch die Presse ging. Im Nachgang zu Äußerungen von dem Journalisten Hauke Roche-Baron. Ja, von Roche-Baron, ja, der Roche-Baron, ja, sicherlich, ja, den kenne ich. Es ist ein Journalist, der damals auch dabei war bei der Katakata, die Anfang, ich glaube, der 2000er Jahre beschlossen wurde. Die Katakata, das habe ich ja noch nie gehört, was ist das? Die Katakata, ja, das ist ein wie der Marshallplan, ja, es ist ein Hilfsprogramm gewesen, der Katarer, der hat Sand. Ja, er hat, wenn er überhaupt was hat, hat er Sand. Ja, und warum war die Überlegung, kann er nicht ein bisschen Sand liefern in die Gebiete, in die es der Soli noch nicht geschafft hat nach der Wiedervereinigung, für irgendwelche Freizeitclubs und Badeanstalten, wo kein Sand ist. Und dafür gibt es einmal eine Gefälligkeit. Ja, das ist eine ganz normale Absprache. Das ist der Punkt, die Gefälligkeit. Ja. Sie waren in Vertretung Beckenbauers einige Male in Katar. Warum? Was hat's Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, der Scheich Mohammed bin Hammam, es ist ein freundlicher Herr. Ja, er läuft in weiten Tüchern herum, er ist großzügig, er richtet Feste aus. Wir haben da ein paar Mal gesessen, es war keine schlechte Zeit. Ich weiß noch, Anfang 2000, müsste es gewesen sein, eine große Feierlichkeit, er hat ein großes Fest gegeben. Man hat opulent gegessen, es gab Leckereien, weißt du, die es bei uns nicht gibt, so Schmankerl, so kleine frittierte Bällchen aus Kichererbsen und dazu in Honig gewandelte Hammelkandaunen oder auch einmal ein Wein. Was? Das ist aber nicht gern. Ja, es gab auch Hammelaugen, man muss sie nicht essen. Ja, das haben wir weitergeschoben. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Sie sagten Anfang 2000, das war also vor der Abstimmung über das Sommermärchen, ob das nach Deutschland kommt oder nicht. Ja, man hat natürlich gebeten, dass da eine Ja-Stimme auch freundlichst möglicherweise auch zu uns ist. Es waren ja die Missionen, ja, es ist ein Geben und Nehmen. Und auf dieser Veranstaltung habe ich auch freundlich den Scheich natürlich gebeten, da an uns zu denken, so möchte ich einmal sagen. Ich war ja auch für den Franz gelegentlich unterwegs auf Reisen, um dafür zu werben, warum eigentlich
auch nicht, es ist ein Blödsinn, wenn in der Zeitung steht, das Sommermärchen ist gekauft. Ja, kannst du nicht 80 Millionen Bundesbürger kaufen. Ja, das ist ein Quatsch. Man hat Fußball gespielt, man hat Deutschland wieder ins richtige Licht gerückt. Und was hat das damit zu tun, dass ein Scheich Ja oder Nein sagt? Das ist nicht das Problem. Ja, das Problem hat was, das hat eigentlich was mit mir zu tun, ja, möchte ich sagen. Es ist, um noch mal auf dieses Fest zurückzukommen, wir haben gegessen, wir haben getrunken, es wurde ein Zitronenschnaps gereicht, das müssen wir probieren, das ist Zitronengras mit Orange und mit Minze, und dann wurde getanzt, da kommen die Pauken, die Chinellen daher, die Mädels mit transparenten Bekleidungsstücken tanzten um einen herum, ja, man wurde immer duseliger, die Elfriede hört einmal weg, ja, und der Abend wurde immer länger, und irgendwann hat der Scheich mich beiseite genommen und hat gesagt, jetzt Franz, also ich weiß ja, hier unter uns Männern, du bist ein Womanizer, es geht an uns auch nicht spurlos vorbei, was da so passiert, muss man dazu sagen, zu dieser Zeit war der Franz ja schon mit der Heidi, sagen wir mal, auf einem guten Weg, ja, aber mit der Sibylle noch verheiratet, und da gab es ja auch hin und her in der Presse schon das eine oder andere. Sie wussten das natürlich. Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Ja, aber ich bin stumm wie ein Grab. Ja. Da sagt der Scheich, ja, wissen, du bist ein Womanizer, wenn du magst, hier, bitteschön, mein Harem steht dir zur Verfügung. Sag ich aber, danke. Ja, so war das nicht gemeint, mit den gegenseitigen Gefälligkeiten, aber ich bin verheiratet. Ja, da sagt er, ja, ich habe ja schon gehört, hier, so, Heidi, hat er die Namen, weißt du noch, wie deine Frau heißt? Ja, und da habe ich dann gesagt, ja, meine Frau heißt Elfriede. Oh. Ja, Sie haben sich verraten. Ich weiß nicht, wie viel Minzschnäpse ich dann schon intus hatte, aber ich habe natürlich, da war Totenstille, sagte er irgendwie, ja, mein Freund Elfriede, eine verhört sich's nehmen. Ja, und da habe ich gesagt, ja, das, ja, sicherlich, es ist. Und dann kam ich in Stottern, und dann gab das eine Wort das nächste, und irgendwann ich kann es auch nicht sagen, wie, da kommen dann noch irgendwelche Frauen, die haben da mit dem Palmenwedel mich da gefügig gemacht oder was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich dann erzählt, dass ich halt nicht der Franz bin, sondern der Schorschi, und dass ich seit ein paar Jahren schon für den Franz unterwegs bin, auch in dieser Mission, und so kam das Wort dann relativ schnell von seiner Seite aus, das ist eine Information. Ja? Und ich habe gesagt, jetzt aber bitte schön, lass das, Prinz, my dear friend, Scheich, Hammam, mein Mohammed, ja, bitte lasst das bitte schön unter uns sein. Ja? Erzähl's das bloß nicht, wenn du das jetzt großartig an die Glocke, und dann kriegt der Franz ein Problem und so weiter. Lange Rede. Kurzer Sinn, er hat zu mir gesagt, ja, gerne, ja, aber dafür musst du was tun. Ja. Er hat in der deutschen Presse den Beinamen Scheich Zwielicht. Er ist zweimal selbst von der FIFA-Ethikkommission wegen Korruption gesperrt worden. Worauf haben Sie sich da eingelassen? Ja, es ist trotzdem ein Freund, ja, dir Fremde, möchte ich sagen. Ja, das ist auch. Er hat uns freundlicherweise das Flugzeug zur Verfügung gestellt. Ich kann nichts Schlechtes wirklich sagen über ihn. Das Flugzeug, in dem wir jetzt sitzen? Ja, sicherlich. Ich dachte, das war das nicht bekannt. Ich habe die Nase voll. Ich möchte nicht mehr. Ja, es ist, wo man was sagt, sagt man was Falsches. Er hat zu mir gesagt damals, okay, ich erzähle es niemandem, aber dafür musst du was für mich tun. Ich sage, ja, was soll ich tun? Da sagt er, ja, ich möchte gerne, dass du für mich, ich sag's nicht, es gibt kein Outing, ja, es bleibt unter uns, dass du nicht der Franz bist, aber da hat er mich noch vorher, haben wir noch Späße gemacht, ich habe auf eine Serviette unterschrieben, habe gesagt, ich kann auch unterschreiben mit der Franz. Ja. Ich bin da viel zu naiv für die Großen der Welt. Ja. Ich möchte nicht viel sagen. Ja. Ich gehe herum, ich stehe herum, ich lächle mal, ich sag mal guten Tag und auf Wiedersehen. Und das war mir alles über den Kopf gewachsen. Ja. Und da hat er noch gesagt, du kannst das schön unterschreiben, jetzt benutzt das mal und schreibst einmal Briefe und mach
machst du mal ein bisschen was an die ganzen Zwergenstaaten da, die der Blatter in die FIFA aufgenommen hat, weil die haben ja alle eine Stimme, um ihn dann wieder zu wählen. Das ist eine raffinierte Sache von dem Blatter gewesen. Und da sagt der Hamann zu mir, dann sorgst du jetzt dafür, als Botschafter des guten Geschmacks, dass ich FIFA-Präsident werde. Ja. Der ist aber nie FIFA-Präsident geworden. Er ist nie FIFA-Präsident geworden, weil es nicht so gegangen ist, wie es hätte gehen sollen. Ja, ich habe zu ihm gesagt, ja, was jetzt, wie soll das gehen? Also wenn du sowas von mir verlangst, dann das kann ich nicht machen. Ja, also wenn du mich outest, dann outest mich, bitteschön, oder dann hast du das Problem und FIFA-Präsident wirst eh nicht. Oder der Franz, das möchte ich nicht. Ja, ich habe zu ihm gesagt, Cheek, my friend, yes. That's not the deal. Ja. When you want to out me, I out you in this way. So when we do this deal, ja, dann must I have something for myself auch. Ja. So, und dann hat er gefragt, ja, was willst du haben? Ja, how much? Ja, weil das war dem schon klar. Es geht um Geld. Ja. Der Scheich ist reich. Ja, haben wir früher mal gesagt. Ja. So, und jetzt muss ich anders ausholen. Sie haben Geld verlangt. Geld. Ich wollte eigentlich kein Geld für mich persönlich. Ja. Ich muss es anders erzählen. Mein Vater, ich mache eine long story short. Ja. Mein Vater hat in den frühen 50er Jahren, er war ein Maler, ja, in Haslau. Ja. Aber er hat aus dem Familienbesitz über mehrere Jahrhunderte riesige Ländereien in der Nähe von was ist das da, in der Pfalz, da im Westerwald. Ja. Besessen, 1250 Hektar Mischwald, ja, Tannenwald. Ja, kannst alles nehmen, Birke, Buche, mit Tieren, Rehe, Hirsche, alles da, ein See, ein tolles Haus, das hat alles unsere Familie gehört. Und das ist ihm von einem windigen Filou beim Kartenspiel abgenommen worden. Ja. Und ich habe da irgendwann einmal nachgefragt, ich habe gedacht, das muss man mal irgendwann in Familienbesitz wieder zurückholen. Und da habe ich einmal angefragt, was das kosten würde. Da haben sie damals einen Preis aufgerufen, 13 Millionen Mark. Da habe ich gleich zurückgezogen. Ja, habe ich gesagt, das kann ich nicht bezahlen. Ne? Einen Kredit kriege ich auch nicht über diese Summe. Ja, weil das hätte ja fast, weiß ich auch nicht, damals mit den Zinsen, das hätte ja 1 Million Zinsen oder was kostet. So, jetzt 13 Millionen Mark. 13 Millionen Mark, das war noch, oder in der FIFA-Währung kann man sagen, 10 Millionen Schweizer Franken. Ja, so. Also, in Euro könnte man aber auch sagen, 6,7 Millionen. Trifft es das etwa? Ja, sicherlich 6,7 Millionen. Ich habe gesagt, lieber Scheich, pass auf, ich sorge dafür, dass du FIFA-Präsident wirst. Ich werde alles tun. Ich fahre zu den Großen und zu den Kleinen der Welt. Ich mache Werbung für dich. Ich schreibe Briefe, ich unterschreibe das mit dem Namen von Franz. Das merkt ja gar keiner. Und dann trittst an und du gibst mir dafür das Geld. So, das Geld ist geflossen über ein Konto, zunächst von der FIFA über den DFB. Ich habe ein Konto eingerichtet, muss man sagen, und dann an den Besitzer. Er hat mir die Ländereien zurückverkauft, der Sohn. Ich bin im Grundbuch eingetragen worden, so weit, so gut. Ja, so, jetzt haben wir aber die Rechnung natürlich nicht mit dem Blatter gemacht, weil der kämpfte nicht mit fairen Mitteln. Ich habe es ja selbst erlebt, 2001 bei in Zürich war es, glaube ich, in einem Hotel, da habe ich ihn noch gesehen, das war der Chauffeur vom Blatter, der ist dann nachts noch rum und hat bei den ganzen Kleinen in den Hotelzimmern, haben sortierte Umschläge unter der Tür durchgeschoben. Ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, er hat dann insgeheim zurückgezogen, weil er gemerkt hat, dass meine Werbungsversuche und ich bin überall, weiß noch, wo ich überall war. Ich war in Tibet, in Malaysia, in Ozeanien, in Nepal, ich weiß gar nicht. In Nepal, ich bin überall zu den ganzen kleinen Ländern hin, habe gesagt, bitteschön, wie wäre es, wenn's der Scheich am Arm wird. Ja? Wenn mal irgendwann einmal vielleicht Katar eine Fußball-Weltmeisterschaft ausrichtet, dann hast du gleich den Richtigen. Er kennt die Wege, er kennt sich in der Wüste aus. Ja? Das weiß er, kann er von uns gar keiner machen, ein Blatter aus der Schweiz schon mal gar nicht. Aber es hat alles nichts genützt. Er hat zurückgezogen, er ist gar nicht erst angetreten. Und dann kam es, wie so Amen in der Kirche, er wollte das Geld zurück.
ja, das sie schon ausgegeben haben. Ich hatte, der war schon dabei, das Haus zu renovieren. Der See, der musste komplett, der See war gekippt. Ja, der musste komplett ausgebaggert werden, dass da wieder Tiere, Fische und so weiter. Ich glaube, da haben sie den blonden Hering und den Stichling und was haben wir da alles? Ein Barsch. Wir haben alle Fische der Welt sind in diesem See wieder neu angelegt worden. Es ist ein Biotop, es ist ein Kunstwerk. Ja. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. Sie mussten das Geld zurückzahlen. Ich musste das Geld zurückzahlen, ich hatte das Geld nicht. Also woher nehmen und nicht stehlen? Ja. Und dann hatte ich die Idee, ich rufe den Dreifüßer an, ja, weil das ist ein guter Freund von Franz. Ich war selber in einer Mission mehrfach da. Ich habe ihn angerufen, habe gesagt, Robert Lewis, du, sorry, ja, aber du musst mir mal helfen in einer Angelegenheit. Sagt er, ja, bitteschön, was willst? Habe ich gesagt, das ist unter vier Augen. Ich komme mal runtergeflogen. Ja, da bin ich da noch, wo war es, ja, in Le Lafondue, ja, in der Côte d'Azur, da in der Nähe von Toulon. Da hat er im Hafen eine Yacht liegen. Da sind wir dann mit der Yacht sind wir dann ein bisschen im Mittelmeer herumgedümpelt um die Ile du Levant, das ist die Nackerteninsel. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Da kennt er auch Frauen, ist eine andere Geschichte. Sie sind aber auch nicht das Thema jetzt, Entschuldigung, Herr Aigner. Sie haben 6,7 Millionen Euro von Robert Louis Dreyfus bekommen. Naja, was heißt bekommen? Ich habe dem Robert gesagt, Robert Lewis, pass auf, das wurde gefordert von der FIFA, um eine Art Bürgschaft zu geben. Weißt du, es ist so, wenn du dir ein Tretboot leihst, dann musst du auch einen Ausweis oder einen Schlüssel da lassen als Pfand. Es ist ja nur eine symbolische Summe, aber im Vergleich zu 170 Millionen ist es im Grunde so. Und da hat er gesagt, ja, was ist das für ein Quatsch, ja, 6,7 für 170. Ich habe gesagt, komm, Robert, tu mir den Gefallen, ich bin unter Druck, ich verkaufe hier die WM, es ist mein Projekt, ich möchte, dass das geräuschlos über die Bühne geht und habe gesagt, ich bürge mit meinem Privatvermögen, aber ich habe es nicht flüssig. Sie haben mit Beckenbauers Namen den Schuldschein unterschrieben. Ja, was sollte ich machen? Ja, ich habe mir gedacht, Robert, es gibt den Schuldschein, den der DFB akzeptiert hat? Ja, das haben ja wenige Leute gewusst. Ja, die Unterschrift war ja einwandfrei. Ja. Den Schuldschein, den Herr Zwanziger dann eingelöst hat und über die FIFA an Dreyfus erstattet hat. Ja, das ist Der DFB oder Herr Zwanziger, wer auch immer da federführend war, hat also ihr Grundstück bezahlt, ihre Ländereien. Ist das richtig? Ja, sicherlich, ja. Was wusste denn Franz Beckenbauer davon? Oder was weiß er? Ja, ich muss sagen, es tut mir furchtbar leid, weil der Einzige, der wirklich nichts, aber auch wirklich gar nichts damit zu tun hat, ist der Franz selber. Ja. Es ist eine Tragödie. Ich dachte, dass das geräuschlos über die Bühne geht, aber er tut mir wahnsinnig leid, weil der Franz hat nichts, aber auch wirklich gar nichts damit zu tun. Es ist zu viel Geld im Spiel.